Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario. Ich kotze. Nein. Ja. Willkommen zu einer neuen Tragödie auf diesem Kanal, aufgezeichnet für euch. Und ja, GTA, ich bin dran. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich das habe, weil die Grafikkarte hat ja nun mal auch ein bisschen Geld gekostet und jetzt muss ich noch ein, zwei Wochen warten, vielleicht, bis ich dann GTA kaufen kann. Und dann muss ich das ja auch noch runterladen, sind ja auch nochmal 60 GB, wobei das nicht so lange dauert, vielleicht 4-5 Stunden. Ja, wahrscheinlich eher 5-6, nachdem wie die Steam-Server gerade so drauf sind. Ja, aber dann wird's losgehen, aber trotzdem, ey, ich würde GTA so gern in 1080p und 60 Frames bringen. Das Problem ist, dass 1080p und 60 Frames Aufnahmen bei mir irgendwie ruckeln. Und ich weiß es nicht warum. Meine Vermutung ist, dass ich vielleicht, dass die Festplatte, mit der ich aufnehme, vielleicht einfach zu langsam ist. Vielleicht brauche ich dann einfach eine SSD-Festplatte, wenn ich 1080p und 60 Frames aufnehmen will. Aber das ist, ich bin mir da noch nicht so im Klaren. Ich meine, eine SSD wollte ich früher oder später sowieso haben, weil, ja, mein PC braucht irgendwie bestimmt locker 5 Minuten, bis er dann mit also voll funktionsfähig ist, der ganze Scheiß da fertig geladen ist. Von daher tut das sowieso Not. Aber, naja. Alter, jetzt können wir bitte aufhören, mich zu blenden hier. Danke. Echt super freundlich. Ey, Leute, das ist jetzt auch genug. Wow, das Spiel ist vorbei und ich bin Vierter. Ich hätte auch Dritter sein können. Ich hätte genauso viel. Ich hätte auch 23. Das ist unfair. Mann, ich würfel schon so schlecht. Und dann wird mir auch gar nichts gegönnt. Mann. Mann. 4. Okay. Das ist okay. Auch wenn ich natürlich die 1 vom Anfang eigentlich ausgleichen müsste. Aber naja. Des Weiteren kann man natürlich noch sagen, dass ich jetzt beim Aufnehmen ein bisschen anders spiele als vorher. Denn, ja, meine alte Grafikkarte, also die hat halt 1 GB RAM gehabt. Oder beziehungsweise VRAM für sich selbst. Und ich musste dann halt Spiele in einem 720p Fenster spielen. Das ging halt nicht anders. Und jetzt kann ich wenigstens im Vollbild spielen. Und dann skaliere ich aber runter auf 720p. Für die 60 Frames dann. Weil 60 Frames sind schon sehr wichtig, finde ich. Weil das sieht so geil flüssig aus, als ich das erste Mal auf Twitch war und dann gesehen habe, wie 60 Frames beim Spielen eigentlich aussehen, ne? Alter, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, wie geil das dann bei Videos aussieht, wenn die in 60 Frames sind. Und deswegen will ich das auch unbedingt haben bei meinen Videos. Dann habe ich lieber ein bisschen weniger Grafikqualität, aber dafür dieses Flüssige macht, finde ich, noch viel mehr weg. Das ist meiner Ansicht nach viel wichtiger. Ah, fuck, den hätte ich. Warte, den mache ich jetzt nochmal. Den mache ich jetzt, so. Boah, geil. Ey, ich glaube, wir schaffen das heute sogar mal. Das Jump'n'Run hier zu beenden. Wo ist denn hier das Ende? Hallo? Ich hab's geschafft. Ich bin als Erster durchs Jump'n'Run gekommen. Ich meine, gut, das waren einfache Sprünge, aber. Krass, ich habe das noch nie geschafft, das Jump'n'Run zu beenden. Ich freue mich gerade richtig. Okay, jetzt würfel ich bitte 2 Sechsen. Das wäre so ultra geil. Würde mich richtig freuen, ey. Bitte, bitte, bitte. Mutti, mach mal eine Schnitte. Hashtag Thomas Tulpe. Alter, das müsst ihr euch mal. Ihr müsst mal nach Thomas Tulpe suchen. Der macht so kranke Lieder. 6! Ja! Richtig gut. Und der zweite Würfel ist ja der gezinkte Würfel, der mir sowieso eine bessere. Ich sage 4 oder 6. 6! 2 Sechsen! Richtig gut, richtig gut. Okay, wir haben das wieder aufgeholt. Das ist sehr gut. Es läuft jetzt wieder. Es läuft wieder alles rund. Und woran liegt's? Natürlich an der Nvidia-Grafikkarte. Ist ein kleiner Insider. Aber. Ja, AMD-Grafikkarten sind für alle schuld. Im Zweifelsfall liegt es immer an der AMD-Hardware, die man zufällig im PC hat. Aber jetzt habe ich ja keine AMD-Hardware mehr drin. Pferderennen, okay, das kann ich nicht so gut. Junge, 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 Junge. Ja, wie ist denn eigentlich eure Meinung zu den 60 Frames? Findet ihr, das ist wichtig? Also seht ihr das genauso wie ich? Wow, das ist, wie witzig, dass gerade die Musik da so einen Stopp hatte. Ich glaube, ich spiele mal hier in der Third Person. Ich glaube, da sieht man einfach mehr, weil hier einfach zu viele Leute drum sind.
Also seht ihr das auch so, dass 60 Frames echt super wichtig sind bei Videos? Weil, also ich kann mir das... Spielevideos, die nicht 60 Frames sind, gucke ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so gerne an. Also das ist für mich schon ultra wichtig. Ich meine, bei YouTube ist dann die Videoqualität ja sowieso wird ein bisschen ja, runtergezogen. Ne? Also sieht ja dann sowieso nie so gut aus, wie dann auf dem Rechner. Ja, zumindest ist das so meine Erfahrung. Von daher ist das dann völlig okay, dass man dann auch in 720p aufnimmt. Wobei natürlich so bei GTA macht es dann doch nochmal was aus, das 1080p. Aber ja gut, was soll ich denn halt auch machen, wenn es nicht läuft? Ich meine, das große Feature von GTA auf dem PC ist ja quasi, dass es in 60 Frames läuft. Deswegen muss man das auch auf jeden Fall gewähren, wenn ich das dann spiele. Und dann mache ich dann halt den Abstrich und zeige es nur in 720p. Ist, glaube ich, in Ordnung. So, es sind nur noch zwei Runden, ne? Ich glaube, dann wären wir sogar Zweiter hier. Oder? Ja, ich habe es geschafft. Ich bin Zweiter geworden. Geil. Wir haben gerade einen Lauf. Das läuft gerade alles richtig, richtig gut. Uiuiuiui. So. Dann würfeln wir noch einmal. Und dann... 4, okay. Und dann würfeln wir jetzt ja nochmal. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Part. Morgen geht es weiter mit dem nächsten. Mit 2. Ah, okay, immerhin 6 zusammen. Ich hätte auch nur 5 würfeln können, aber naja, ist okay. Das war's mit dem Part. Falls er euch gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns morgen in dem nächsten Part von diesem Spiel wieder. Bis dahin, haut rein.